Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Nima Movasat das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, weil wir heute über das Thema HIV/AIDS reden, möchte ich vorweg allen Ärztinnen und Ärzten, Fachkräften der Entwicklungszusammenarbeit, Forschern, Krankenschwestern und Pflegern, Hebammen, Nichtregierungsorganisationen, dem Globalen Fonds und allen anderen danken, die so unermüdlich dafür kämpfen, die Ausbreitung von AIDS zu beenden. Es gibt Erfolge. Immer mehr Betroffene erhalten die notwendigen Medikamente. Die Zahl der Neuinfektionen geht seit Jahren zurück. Der Kampf gegen AIDS zeigt, wozu die Menschheit in der Lage ist, wenn sie sich konsequent einem Problem stellt und Maßnahmen dagegen ergreift. Dasselbe Engagement bräuchten wir bei der Durchsetzung des generellen Menschenrechts auf Gesundheit und auch und vor allem im Kampf gegen Armut und Hunger. Der Kampf gegen AIDS ist noch nicht gewonnen. Noch immer infizieren sich jede Minute 5 Menschen mit dem HIV-Virus, insbesondere die Mutter-Kind-Übertragung, der fehlende Zugang zu Prävention, beispielsweise Kondomen, und eine fehlende Behandlung in den ärmsten Ländern der Welt gefährdet das Erreichte. Der Drogengebrauch ist heute übrigens für durchschnittlich 1/3 aller weltweiten HIV-Neuinfektionen verantwortlich, Subsahara-Afrika ausgenommen. Hierbei sagen wissenschaftliche Studien ganz klar, je repressiver die Drogenpolitik, desto höher das AIDS-Risiko. SPD, FDP und Union sollten deswegen ihre repressive Drogenpolitik endlich überdenken. Auch das wäre ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen AIDS. Und nun zum vorliegenden SPD-Antrag. Wir werden ihm zustimmen. Viele Ihrer Forderungen hat DIE LINKE bereits im letzten Jahr in einem Antrag erhoben. Ich nenne einige Beispiele. Um eine bezahlbare Medikamentenversorgung auch der ärmsten Länder zu gewährleisten, brauchen wir unbedingt Generika, die preiswerte Kopie des Originals sozusagen. Die Forderung zu den dafür notwendigen Flexibilitäten beim Handelsabkommen TRIPS im Bereich der Eigentumsrechte sind im vorliegenden Antrag fast deckungsgleich mit unserem. Auch unsere Forderung, die Bundesregierung soll die Produktentwicklungspartnerschaften auf die Bereiche HIV, AIDS und Tuberkulose ausdehnen, haben Sie übernommen. Fast wortgleich auch, Sie wollen die Vorgabe, dass nur 1/3 der Entwicklungshilfegelder für die multilateralen Instrumente, also beispielsweise Organisationen der UN, ausgegeben werden darf, aufheben. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Ich bin ja froh, dass wir uns inzwischen in so vielen Punkten einig sind. Aber gerade deshalb finde ich es umso unverständlicher, dass Sie von der SPD sich geweigert haben, unseren Antrag heute gemeinsam mit Ihrem zu debattieren. Man gewinnt den Eindruck, Sie wollen damit kaschieren, wie viel Sie eigentlich bei uns abgeschrieben haben. 2010 haben wir einen Antrag hier eingebracht mit der Forderung, die Steigerung der Entwicklungshilfequote auf 0,7% des Bruttonationaleinkommens verbindlich festzulegen. Sie von der SPD haben damals dagegen gestimmt. Nun erheben Sie dieselbe Forderung in Ihrem Antrag. Ein wenig ist das schon schizophren, aber dank der Koalition auch leider mittlerweile unrealistisch. Diese Bundesregierung gibt im globalen Kampf gegen HIV/AIDS eine klägliche Figur ab. Auf Worte folgen wenig Taten. Ausgerechnet der deutsche Entwicklungsminister hat die Arbeit des globalen Fonds, der einen weltweit entscheidenden Beitrag gegen AIDS leistet, torpediert. Zwischendurch wollte er den deutschen Beitrag sogar gänzlich streichen. Die letzten 3 Jahre hat er das Geld nur mit großen Verzögerungen bereitgestellt und die finanziellen Mittel um keinen Cent erhöht. Damit tappt Herr Niebel in genau die Falle, vor der alle Experten warnen, nämlich allein aufgrund der bisherigen Erfolge in den Anstrengungen nachzulassen. Gemessen an der deutschen Wirtschaftskraft und am tatsächlichen Bedarf des globalen Fonds wäre ein Beitrag von mindestens 400 Millionen Euro für Deutschland angemessen, doch Sie bleiben auch dieses Jahr bei nur 200 Millionen. So werden wir AIDS nicht endgültig besiegen. Wir brauchen statt warmer Worte mehr Taten von dieser Regierung. Danke für die Aufmerksamkeit.